So, was haben wir hier? Die Silver Canic Fountain von Happy Crackers. Super, ja, geil. So, natürlich auch F1. Was haben wir? Boah, dieses Videolicht, das ist ja furchtbar. NEM 12 Gramm. Ich bin so geblendet von der 12 Gramm. Da waren, wie viel waren da drin? 3 oder 4? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ist ja auch scheißegal. Wir machen sie jetzt einfach, ne? So. Alles weiß zusammen. Sehr hell. Und auch sehr kurz. Ja, aber schön. Sehr kurz. Schöner Effekt. So ähnlich wie der Hans Dampf eigentlich, so ein bisschen vom Style her. Ne? So dieses helle Silber, ne? Aber bei weitem nicht so eine gute Brenndauer. Also da würde ich eher zu Hans Dampf greifen. Aber naja, für zwischendurch geht klar. Ne? Jo. Jo. Schön. Gut. Dann kann man da ein bisschen was zusammenpfriemeln. Wie wär's denn jetzt mal mit, wo zündet man die an? Hier, ne? Ja. Da mache ich hier mal die beiden. Ach, da wo es weiß ich, zündet man die an, ne? Ja, ne? Ja. Und die kannst du da, kann man die nicht in der Hand halten? Ja, ich halte die auch in der Hand. Ja, oh, genau. Oh, läuft jetzt schon? Läuft? Gefährlich. Läuft schon die ganze Gut. Zeit. Die scheint gar nicht. Alles klar. Liebe Grüße an Pyronit95. Grüße an dich. Die beiden habe ich von dir bekommen. Einmal in Blau und einmal in Rot, auch sehr schön. Und die werden jetzt mal schön gezündet. Und besucht Pyronits Kanal. Pyronit 95. Wow. Na, sehr schön. Roter, blauer, was seid ihr? Oh, yo, jetzt richtig geil. Guck mal. Jetzt spritzt er ab, der Pyro-Raven. Yeah. Ja. Ja, aber im Rode passiert gar nichts. Ah, doch. Doch, der kommt jetzt auch. Schön. Also richtig wow. Nice. Richtig cool. Nice. Das sind schon gute Dinge. Also auf jeden Fall richtig, richtig fein. Ja. Ja, Pyronit, vielen Dank nochmal dafür. Das sind richtig feine Teile. Ja. Vor allem mit dem später zusätzlichen Goldstern-Effekt. Richtig geil. Fett. Beste Grüße von uns beiden und danke noch uns. Metal! Metal! Maiden! Maiden! Eddie Rules! Ein sehr gutes Produkt, der Einhornglitzer. Ein ist ein Frauending. Ein sehr, sehr gutes Produkt. Ist ein Frauending.